Ich bin gerade frisch aus Der Glöckner von Notre Dame, dem Musical, gekommen, was zurzeit im Theater des Westens in Berlin läuft, und zwar seit Sonntag. Und ich hatte das Glück, sehr kurz nach der Premiere da reingehen zu können. Und bin jetzt gerade frisch zurück und dachte, ich gebe euch mal eine kleine Review, wie bei Die Schöne und das Biest, brav sortiert nach Kategorien, bevor ich mich wieder total verhasple. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist ein schönes Musical. Es ist ein Musical, was sehr von seinem Ensemble getragen wird. Sie sagen, sie sieht ja immer so. Ja, natürlich. Aber ich meine das Ensemble wirklich im Ganzen. Ich fand es meist, also fast immer am stärksten, wenn das gesamte Ensemble zusammen gesungen hat. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, auf die komme ich gleich noch. Aber ich sag's auch gleich, es wird nicht mein Lieblingsmusical. Ich werde nochmal gehen, ich habe Karten für Mai, die stehen schon sehr lange, das jetzt war eher so Zufall. Und ja, da wird sich meine Meinung wahrscheinlich noch festigen. Aber wie gesagt, nicht mein Lieblingsmusical, aber vollkommen schön und ich glaube, vielen wird es ganz, ganz toll gefallen. Kategorien. Dann fangen wir mal an, und zwar mit dem Bühnenbild und der Ausstattung. Ich war sehr, sehr, sehr begeistert von dem Bühnenbild. Ihr habt es ja vielleicht schon auf Fotos oder in dem Teaser-Trailer-Video gesehen von Stage. Es ist ein tolles Kirchenholzgebilde, was sie aufgebaut haben. Und das wird je nachdem mit so kleinen oder größeren Details verändert. Wenn der Glockenturm kommt von dem Glöckner, also von Quasimodo, dann werden Glocken oben eingefahren, Statuen an der Seite hingestellt. Dann, wenn es auf dem Marktplatz ist, wird eine kleine Bühne aufgebaut. Und so wird es immer verändert, so wie es gerade gebraucht wird. Aber es gibt nie einen großartigen Kulissenwechsel und das funktioniert unglaublich toll. Das ist unglaublich schön, weil es so eine Ruhe reinbringt und irgendwie, ja, das hat mir unglaublich gut gefallen. Gerade so diese Kleinigkeiten, da wird irgendwann, das ist jetzt ein Spoiler, es tut mir leid, aber irgendwann wird so ein Kessel ausgekippt und dann kommt so ein Tuch, ist dann das, was da drin ist, das verrate ich jetzt nicht, aber ist dann quasi die Flüssigkeit, was da drin ist, und es wird so rausgegossen und es sieht toll aus und es ist, ja, also es wird auch bewusst, glaube ich, so ein Theater bleibt, und das finde ich schön. Es ist nicht zu überfrachtet, sondern genau richtig. Also das Bühnenbild, große Klasse. Dann die Musik ist natürlich großartig, sie ist von Alan Menken. Vieles davon kennt man aus dem Disney-Film. Ja, gegen die Musik kann man gar nichts sagen, gerade das Intro, was ihr ja auch im Trailer jetzt gerade am Anfang gesehen habt, Gänsehaut pur. Also die Musik ist wunderbar. Ein paar kleine Abstriche bei den Liedern, die sich ein bisschen verändert haben, also zum Beispiel Gott deine Kinder, so wie es im Disney-Originalfilm ist, ist jetzt nicht Gott deine Kinder, sondern Hilf den Verstoßenen, was vollkommen Sinn ergibt, aber ja, wenn man es anders, also ich glaube, das ist einfach eine Gewohnheitssache. Ansonsten auch bei dem einen Quasimodo-Lied hat sich ein bisschen was vom Text her geändert, aber das ist alles in Ordnung, das tut der Musik überhaupt nicht zur Sache, und Musik, großer Daumen nach oben, zwei sogar. Was ich aber sagen muss, ist, dass dieses Musical irgendwie drei starke Liednummern hat. Es hat sehr wenige Soli und die Stärke des Musicals liegt irgendwie immer im Ensemble. Trotzdem ist bei mir kein richtiger Ohrwurm hängen geblieben, außer das Intro. Oder so, ihr wisst. Und ansonsten halt nur die Lieder, die man kennt. Also Hilf den Verstoßenen, klar. Gott, deine Kinder eben. Feuer der Hölle, oh mein Gott, so gut, so, so gut. Es ist mit eines meiner Lieblingslieder und das war hier richtig gut, aber wir kommen gleich noch zu den Darstellern.
Mir haben ein paar Soli gefehlt und ein paar mehr Highlights, die sich irgendwie mehr eingebrannt haben. Denn die Ensemble-Nummern waren toll, die waren toll anzusehen und die haben sich auch toll angehört. Aber irgendwie, also es hat sich nicht so eingebrannt. Vielleicht ist das das richtige Wort. Und ich hatte andere Musicals, die ich auch das erste Mal gesehen habe und da weiß ich, da hat sich sofort was eingebrannt. Was auch ein bisschen schade ist, dass es noch keinen Soundtrack gibt. Der Soundtrack kommt erst, uns wurde gesagt, Ende Mai, Anfang Juni, also irgendwie in die Richtung. Das ist so schade, weil man kann es jetzt auch nicht nachhören und man möchte das immer so im Ohr behalten, aber irgendwie, also bei mir ist wenig im Ohr geblieben, außer das, was ich schon kannte, was halt ja auch schon im Ohr war, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist ein bisschen schade. Aber die Musik bleibt schön. Dann kommen wir jetzt zum Cast. Und da, damit ich das nicht wieder falsch mache, so wie damals von bei Tanz der Vampire, ihr erinnert euch vielleicht an meine Verwechslung, lese ich das jetzt ab und wir gehen mal kategorisch durch. Und wir fangen an mit Quasimodo, der gespielt wird von David Jacobs. Draußen, ich muss, um es zu sehen, hier raus in die Natur und nach Haus. Und Quasimodo, muss ich sagen, fand ich rundum großartig. David Jacobs hat sowohl toll gesungen als auch toll gespielt. Ich habe ihm jede Emotion abgenommen. Ich habe ihm seine Rolle total abgenommen. Und er hat toll gesungen. Er hat eine tolle Stimme und seine Lieder richtig gut interpretiert. Und der, also war für mich rundum die rundeste Figur und tatsächlich, was das Gesamtbild angeht, der Star des Abends auch tatsächlich als titelgebende Figur. Also großen Respekt. Ich fand das sehr gut und ich fand auch Maske und Kostüm sehr, sehr schön bei ihm. Das ist wirklich diese gekrümmte Haltung mit dem Buckel, aber das Gesicht nicht wirklich entstellt, sondern nur so ein bisschen angemalt und fand ich sehr gut umgesetzt und er sehr, 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 sehr gut. Dann Esmeralda wird gespielt von Sarah Bowden. Und ich glaube, die ist relativ bekannt. Ich kannte sie vorher nicht. Ich muss sagen, ja, stimmlich ganz große Klasse. Also wenn sie ihr Solo gesungen hat, eben Gott deine Kinder, was nicht Gott deine Kinder ist, sondern Hilf den Verstoßenen. Sehr, sehr toll, Gänsehaut pur. Wirklich eine tolle Stimme. Was die Figur angeht, also ja, das mag auch an den Dialogen. Das Musical hat relativ viel Dialoge und die waren mir teilweise so ein bisschen, naja, sehr Klischee, ein bisschen aufgesetzt manchmal. Sowas, was halt in einem Disney-Zeichentrickfilm gut funktionieren kann. In einem Musical waren das manchmal so Sätze, wo ich mir so dachte, das, also wenn ich das auf der Bühne habe, dann will ich da schon ein bisschen Tiefe und nicht nur irgendwie so Phrasengedresche. Und so kam es mir manchmal vor. Entschuldigung, dass ich das jetzt so drastisch sage. Und da fand ich ihre Figur manchmal nicht ganz so rund. Man hat ihre Verzweiflung verstanden und auch ihr Werdegang, das war schon okay, aber für mich war sie nicht ganz so rund wie Quasimodo. Ich weiß, ich kann es noch nicht so ganz fassen, woran es liegt. Vielleicht weiß ich das beim zweiten Mal. Ich werde bestimmt, wenn ich das zweite Mal gesehen habe, ein Update machen, wie ich es dann empfunden habe. Aber ja, irgendwas hat mir auch so diese Leidenschaft, also vielleicht habe ich ihr die Esmeralda auch nicht so richtig abgekauft. Vielleicht ist es das. Aber stimmlich top. Also man kann ich überhaupt nicht meckern, was die Stimmen angeht. Überhaupt nicht. Ganz, ganz großartig. Und ich glaube auch, dass sie mich nicht überzeugt hat, liegt nicht unbedingt an ihr, sondern vielleicht nur an diesen komischen gestellten Dialogen. Dafür kann sie ja nichts. Genau. Esmeralda. Genau, mit dem Erzdiakon Frollo, gespielt von Felix Martin. Und oh mein Gott, so eine großartige Stimme. Ich hatte also wirklich sein Feuer der Hölle ist das absolute Highlight für mich am Abend gewesen. Diese Stimme, die Musik dazu und oh mein Gott, wenn der gesungen hat, ich bin ganz heiser, als hätte ich selber gesungen. Ich habe nicht gesungen, ich habe nicht mal mitgesungen.
Aber die Stimme, ganz, ganz großartig. Gänsehaut. Wenn ich jetzt noch dran denke, kriege ich Gänsehaut. Feuer der Hölle. War so groß. Nur allein deswegen. Ganz ehrlich, ich möchte nur allein wegen dieses Liedes möchte ich den Soundtrack haben. Der Rest ist eigentlich so. Aber wegen dieses Liedes. Und immer, wenn er gesungen hat, auch dieses... den Dialog mit Frodo, wenn er, mit Quasimodo, wenn er singt, ihr wisst, ne, wenn er singt, ich bin der, der dich beschützt und so, ach, Gänsehaut. Aber, und jetzt kommt ein sehr, sehr dickes Aber, seine Sprechrolle quasi, es wird, wie gesagt, sehr viel gesprochen in dem Musical und Frollo sagt eine Menge. Und ich fand das ganz furchtbar. Das kann auch wieder an den gestellten Sätzen manchmal liegen. Aber der hatte so eine Theatersprecher, die ich nicht abkann. So eine Sprecher aus dem Schreitheater. Was ich überhaupt nicht... Also für mich muss man Emotionen nicht schreien. Man kann Emotionen spielen, wie sie sind. Und ich finde tatsächlich, gerade bei so einem Charakter wie Frollo, der natürlich im Disney-Film eine sehr überzeichnete Figur ist, das funktioniert ja auch in einem Disney-Zeichentrickfilm, aber auf der Bühne will ich diese Figur, die eigentlich sehr, sehr tragisch ist und die auch einen schönen Hintergrund bekommen hat hier in diesem Musical, was ich sehr gut finde, wo man auch ein bisschen erklären kann, wo kommt das eigentlich her, dass der so ist, wie er ist. Aber der ist die ganze Zeit so übertheatralisch und über... Also fast schon karikiert und damit fast ein bisschen komisch, was ich aber total, also das finde ich nicht gut in diesem Zusammenhang, weil er ist eigentlich eine sehr tragische, eine sehr zerrissene Figur und das nehme ich ihm überhaupt nicht ab. Sondern er ist einfach nur, also für mich wirkt er manchmal schon lächerlich. Der Freund, mit dem ich da war, hat es gar nicht so gesehen. Also das ist vielleicht wirklich, vielleicht bin ich da, habe ich da einfach einen Theaterknall und habe zu viel dieses Schreit, also was ich einfach ganz, ganz furchtbar finde. Ich hasse das, wenn man Emotionen, und bei ihm wäre einfach ein bisschen weniger mehr gewesen und dann wäre diese Figur viel, viel runder geworden und das fand ich so schade. Und ich hatte neben mir einen jungen Mann da sitzen, der hat auch, also ich war damit nicht allein, der hat jedes Mal, wenn der dann wieder so komisch geschrien hat, dann saß er so da. Furchtbar. Und das fand ich so schade, weil er hat so gut gesungen. Jedes Mal, wenn er gesungen hat, dann habe ich ihm jede Emotion abgekauft, jede seiner Regungen. Ich habe den Charakter total verstanden und dann hat er gesprochen und ich dachte, ach, warum denn? Und das fand ich sehr, 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 sehr schade. Aber die Stimme, alter Falter. Also schon allein dafür. 3 Daumen hoch, weil die Stimme, Gesangsstimme, großartig. Ja, wen haben wir noch? Wir hatten Jens Janke als Clopin, den fand ich auch sehr gut. Maximilian Mann, den ich auch schon in Elisabeth gesehen habe, als Kaiser Josef. Und Franz Josef. Und ihn sehr gut darin fand. Und jetzt, wenn er gesungen hat, auch sehr gut fand. Er hat leider sehr wenig gesungen. Also relativ wenig. Und wenn er gespielt hat, ja. Eigentlich auch in Ordnung. Also sehr, sehr rund im Prinzip. Wie gesagt, die gestellten Dialoge. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das auch so empfindet. Vielleicht bin ich da auch überkritisch. Aber mir waren die Dialoge, das ist manchmal echt so Phrasen. Muss ich beim nächsten Mal auch noch mal mehr drauf achten, dann kann ich da mehr Beispiele bringen. Genau, wen hatten wir noch? Milan ich spreche das jetzt bestimmt falsch aus, aber Milan van Wardenburg hat ja mitgespielt, der hat bei Tanz der Vampire in der letzten Saison den Herbert gespielt, sehr, sehr gut, wie ich fand, und hat jetzt hier so eine mittelgroße Ensemble-Rolle gespielt und ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn sehe, ehrlich gesagt, aber ich habe ihn sofort gesehen und das Lustige war manchmal, wenn er sich so zackig umgedreht hat, dann hatte das irgendwie noch so einen Herbert-Touch, was ich mir wahrscheinlich total einbilde, aber das fand ich sehr, sehr lustig. Und er war sehr gut. Also er war nicht die ganze Zeit Herbert, aber manchmal ist es so durchgeblitzt, was wahrscheinlich. Und ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen in einer anderen Rolle. Und er hat sehr schön gesungen und auch hatte auch seine kleinere Rolle, war sehr, sehr schön rund. Und ansonsten, ich fand, Barbara Raunegger hat noch mitgespielt. Die habe ich mal in einem Konzert gesehen mit Michael Heller zusammen letztes Jahr und Amelie Dobler. Und da war sie auch sehr, die hatte eine sehr schöne Stimme und war im Ensemble und ich fand sie auch sehr, sehr gut. Überhaupt das Ensemble war sehr gut, war sehr stimmig und es gibt einen Chor und der wird gesungen vom
von der Coral Society Berlin. Tut mir leid, ich muss das alles ablesen. Und der war sehr toll. Der Chor, der halt dann auch so ein Mönchschor hinten spielt. Oh Gott, ich rede schon wieder so lange. war sehr, sehr großartig. Der hat für sehr viel Gänsehautmomente gesorgt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Der hat mich sehr, sehr begeistert mit dem Intro und auch, ja, genau. Und ihr merkt schon, ich habe so meine Kritikpunkte. Aber ich muss sagen, insgesamt war das eine runde Sache. Ich dachte erst so bis zur Pause, also in der Pause dachte ich so, naja, dann jetzt zum Schluss, also nach dem ganzen Ende, dachte ich aber so, ja, doch, ist eine runde Sache. Wie gesagt, es wird nicht mein Lieblingsmusical. Ich glaube das auch nicht beim zweiten Mal gucken. Aber es hatte, vieles war schon sehr schön, wie ich immer schon so schön zu sagen pflege. Zitiert aus Wie im Himmel, falls ihr den Film nicht kennt, unbedingt angucken, so gut. Aber ich schweife ab. Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Musicals mögt und vor allen Dingen, wenn ihr Disney-Musicals mögt. Und ich glaube, ich mag die Disney-Filme, aber ich glaube, ich brauche das nicht auf der Bühne. Das ist auch so ein bisschen wie bei dem Schöne und das Biest-Film. Der war sehr, sehr schön, aber was ich gesagt habe, dass mir so ein bisschen die Tiefe gefehlt hat. Und ich glaube, das geht mir hier auch so. Ich, ja, wie gesagt, bis auf Quasimodo war keine der Figuren für mich richtig rund. Aber jetzt fange ich an, mich zu wiederholen und ich denke, ihr habt begriffen, worum es mir geht. Und genau, deswegen mache ich jetzt Schluss und wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr das Musical demnächst seht. Schreibt mir gerne all eure Gedanken in die Kommentare und ansonsten denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter, als ich es bin. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.